Great to be back. Thank you very much. Also, toll wieder hier zu sein. Ich werde erneut über Mobilfunksicherheit sprechen. Ich werde jedoch einen ganz anderen Blickwinkel anschauen hier. Also ja, ich werde über das gleiche Thema sprechen wie im Vortrag vorhin. Also wir schauen uns dieses Netzwerk zwischen den Netzbetreibern an und wir werden anschauen, wie ihr euch selbst verteidigen könnt gegen diese Angriffe. Eben viele Netzbetreiber sind offen für solche Angriffe für viele Jahre. Wenn ihr das auf Download anschaut, schaut auch noch den Talk von Tobias an, der gerade vor meinem hier war. Es war ein super Tag. Talk. Danke, Tobias. Also, neben diesen SS7-Angriffen möchte ich noch über 3G-Unsicherheiten sprechen. Nicht so viele, aber immer noch genügend. Genau wie im letzten Kapitel gibt es auch einige Tools, um sich selbst zu verteidigen gegen 3G-Angriffe. Also zuerst einmal, was ist das SS7-Netzwerk? Tobias hat die Grundlagen schon abgedeckt. Also eigentlich ist es dieses Netzwerk, in dem verschiedene Netzbetreiber Daten zwischeneinander austauschen. Eben zum Beispiel Textnachrichten. Viel sicherheitsrelevantere Informationen als SMS-Nachrichten werden aber auch ausgetauscht. Zum Beispiel, wenn jemand ein Telefon in einem anderen Land verwendet, möchte man natürlich immer noch bei diesem Visiting Network Verschlüsselung für den Telefonanruf zu verwenden. Also wie bekommt das Visiting Network den Verschlüsselungs-Key? Das muss beim Home Network angefragt werden und diese Information wird über SS7 übertragen. Also das heißt, hier wird kryptografische Information übertragen und es ist ein Problem, wenn die falsche Person diese Information anfragen kann. Auch von einem Sicherheitsaspekt her werden Daten innerhalb eines Netzes von SS7 übertragen. Also wird oft missverstanden als ein Netz, das nur zwischen den Betreibern Daten austauscht, aber tatsächlich wird auch innerhalb des Netzes eines Betreibers Daten mit SS7 übertragen. Und zwischen diesen Mobile Switching Centers eines Anbieters zum Beispiel. Und ein Mobile Switching Center deckt zum Beispiel eine Stadt ab. Also wenn ein Nutzer jetzt zum Beispiel in einem Anruf ist und jetzt eine Bundeslandgrenze überschreitet, dann muss das neue MSC den Key für das Gespräch haben, das bereits läuft. Also dieser Transaktionsschlüssel muss übertragen werden. Und wieder, eben wenn die falschen Leute so eine Anfrage stellen können, dann ist das ein Problem. Die Sicherheitslücke, über die in den letzten Jahren am meisten gesprochen wurde, bis zu Tobias Talk, war Tracking. Es wurde oft so verstanden, als es gibt eine bösartige Nachricht und eigentlich hätte man das nie verwenden dürfen und das kann man nicht auf eine gute Art verwenden. Und Tobias hat eine Zahl gesagt, die Washington Post hat viel Marketingmaterial dazu gefunden, also 70% der Netzbetreiber antworten auf diese Anfrage. Also gute Nachrichten, viele Netzwerke antworten unterdessen nicht mehr auf diese Anfrage. Also diese Art von Spionage ist nicht mehr in deutschen Netzwerken möglich zum Beispiel. Aber das ist sehr retroaktiv, ein Schritt, um SS7 abzusichern. Denn es gibt auch andere Anfragen, die immer noch funktionieren. Also zum Beispiel, wenn man eine Telefonnummer an einen anderen Ort mitnimmt. Also hier ist ein Beispiel,
im Detail. Also wenn jemand denkt, dass durch Integration dieses Tracking-Problem gelöst wird, dann liegt ihr falsch. SS7 ist nicht sicherbar. Es ist ein viel größeres Problem. Also ihr seht, dass verschiedene Nachrichten hier zusammengebündelt werden. Also diese Zwischenwerte sollten auch nicht veröffentlicht werden bis zur Subscriber Location. Also hier geht es von links nach rechts. Die Genauigkeit tracken bleibt erhalten. Also das ist eine der Möglichkeiten, wie SS7 ein Problem sein kann. Also es gibt auch eine Möglichkeit, Nachrichten abzufangen. Also das heißt, ein Angreifer kann SMS lesen oder Angreifer abhören. Oder man kann einfach einen Anruf unterbrechen. Oder man kann es unterbrechen, zum Beispiel bis zum nächsten Zellenwechsel oder bis man das Telefon neu startet. Das ist eine Möglichkeit zum Missbrauch, ein Risiko des Missbrauchs, über das nicht viele öffentlich sprechen wollen. Also zum Beispiel kann man auch auf seine eigene Prepaid-Karte Limite erhöhen und unendlich viel Guthaben aufladen. Um zum Beispiel Premium-Nummern anzurufen. Dann gibt es natürlich das Problem Spamming, das ist bereits passiert, also SS7-Spam-Angriffe. Also in diesem Talk hier werde ich mich auf Intercepts konzentrieren. Das ist relevanteste für uns. Für natürlich Netzanbieter gibt es andere Probleme, die hier wichtiger sind. Also, Intercept. Ich werde drei Szenarios anschauen. Das erste ist der Missbrauch der genauen Nachrichten, also bei dem verschiedene Teile des Netzes sich gegenseitig nach Kryptoinformationen fragen. Also das erste ist, man trägt die Funkübertragung auf und die verschlüsselte Transaktion. Bei 3G zum Beispiel sind die Transactions gut gesichert, aber es ist einfacher, die Funkübertragung aufzuzeichnen, da nicht so viel Frequenz gewechselt wird. Also man kann diese abgefangene verschlüsselte Nachricht verwendet, um die SS7-Nachricht zu entschlüsseln. Und diese Nachricht sollte verwendet werden, wenn man von einem MSC zu einem anderen MSC wechselt, aber man immer noch beim gleichen Betreiber ist. Es sollte nicht verwendet werden, wenn jemand von einem anderen Netz dein Telefon abfragen will. Also wenn man einen neuen Encryption Key braucht, muss das sowieso neu gemacht werden. Also diese Nachrichten sollten nur innerhalb eines Netzes verwendet werden. Aber von den vier deutschen Operators haben alle vier auf diese Anfrage geantwortet aus einem anderen Netz. Also das heißt, konzeptuell ist es eigentlich gar nicht möglich, dass so ein Call in ein anderes Netz zu übertragen. Also es macht keinen Sinn, diese Fragen zu beantworten. Also diese Information wird an eine Nummer von außen weitergegeben, wenn nach dem aktuellen Encryption Key gefragt wird. Das zweite Szenario, der gute alte IMSI-Catcher, was in einem 3G-Netzwerk auch nicht funktionieren würde. Und meistens tun sie es nicht, es sei denn, SS7 hilft ihnen eben dabei. Also warum funktioniert das nicht ohne SS7? Ein IMSI-Catcher tut so, als wäre er eine Basisstation. Und in der 2G-Technologie kann das Telefon unmöglich den Unterschied feststellen zwischen einer echten Basisstation und einer gefälschten. Aber in einem 3G-Netz, da gibt es eine gegenseitige Authentifizierung. Das heißt, die Basisstation muss dem Telefon beweisen, dass es tatsächlich eine legitime Basisstation ist. Und solange das nicht passiert, verbindet sich das Telefon nicht damit. Und das ist so ein bisschen das
Problem, dass der Name IMSI Catching, das, der Name alleine ist schon, bedeutet im Grunde eine Liste von allen IMSIs zu erstellen. Im Grunde haben wir hier so ein kleines Henne-und-Ei-Problem. Das heißt, wenn ich will, dass eine Basisstation sich mir gegenüber ausweist, dann muss ich zunächst mal sagen, wer ich bin. Und es gibt hier keinerlei öffentlichen Schlüssel oder symmetrisches Key-Verfahren. Das heißt, das Einfangen der IMSIs ist eigentlich immer möglich. Und wenn ihr also nach 3G-IMSI-Catchern googelt, diese Dinge existieren. Die können zwar nicht Telefonanrufe oder SMS abfangen, denn dafür wäre diese Authentifizierung nötig. Es sei denn, Sie fragen über SS7 eben nach dieser Authentifizierung. Das heißt, auf einmal sind IMSI-Catcher in der 3G-Welt wieder da, solange wir diese Probleme mit dem SS7 nicht lösen. Die dritte Möglichkeit, etwas abzufangen, das ist wahrscheinlich die furchterregendste, denn das kann komplett aus der Ferne entfolgen. Bei den üblichen Angriffen muss man irgendwo sich in der Nähe aufhalten. Die dritte Möglichkeit ist aber, einen Anruf umzuleiten. Und das funktioniert in beide Richtungen. Einen Anruf umzuleiten, Tobias hat das schon so ein bisschen erwähnt, bedeutet also, ein Telefongespräch zu nehmen und die Zielnummer zu verändern, sodass man jemand anderen anruft, als man eigentlich glaubt. Und das Opfer merkt das natürlich nicht. Das funktioniert für eingehende Anrufe und auch für ausgehende Anrufe. Die Methoden sind unterschiedlich. Es ist eigentlich ein Zufall, dass das in beide Richtungen funktioniert. Und ich will das hier nur ganz, ganz kurz demonstrieren. Tobias und ich haben uns da eigentlich abgesprochen, aber irgendwie haben wir uns da wohl ein bisschen missverstanden. Wir wollen das also beide zeigen. Ich halte es deshalb nur ganz kurz. Eine einzelne SS7-Message kann schon ein riesiges Problem darstellen, wie wir jetzt gleich sehen werden. Ich versuche jetzt mal, den Fehler von Tobias zu vermeiden, und ich werde dieses Fenster verschieben, damit meine ganze Nummer nicht sichtbar ist. So. 31C3 Demo Phone. So I'm calling a. Ich rufe jetzt also ein Telefon an. Oh, fuck. Oh, das Telefon haben wir zufällig. Blöderweise steht das Fenster jetzt doch hier. Verdammt. Okay, ich rufe jetzt diese Nummer an. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Es klingelt also. Und wir haben dieses Telefon versehentlich in Berlin gelassen, aber für diese Demo spielt es eigentlich keine Rolle. Es ist also ein Telefon, was in Berlin liegt und wo keiner rangeht. Und hier ist noch ein weiteres Telefon. Und wenn ich jetzt einen sogenannten Supplementary Service auf diese Nummer registriere, das ist einfach nur ein toller Ausdruck für Anrufweiterleitung. Und wenn ich jetzt genau die gleiche Nummer nochmal anrufe. This phone is ringing. Dann klingelt jetzt auf einmal dieses Phone. Now of course to make this real intercept. Natürlich, um jetzt da wirklich was abzufangen, würde ich das Gespräch jetzt nicht auf ein weiteres Telefon umleiten, sondern auf einen Computer, der dieses Call-Forwarding schnell wieder ausschalten kann und die Originalnummer anruft und diese beiden Gespräche dann miteinander verbindet. Das heißt, der Anruf geht tatsächlich dahin, wo er hingehen sollte, aber ich kann in der Mitte sitzen und kann alles mitschneiden, was da passiert. So, das ist also diese Richtung, und in die andere Richtung funktioniert genau die gleiche Geschichte auch. Tobias hat euch bereits erzählt, wie. Diese Dienste, die zum Beispiel die Telefonnummer umschreiben, weil man zum Beispiel, wenn man im Urlaub ist im Ausland, nicht weiß, dass man die internationale Vorwahl vorwählen muss, diese Dienste können von jedem aufgesetzt werden, zumindest in vielen Netzwerken. Und dann passiert genau das, dass jedes Mal, wenn man eine Nummer anruft, wird das ersetzt durch eine andere Nummer und dann wird eben die Verbindung dahin hergestellt. Und für mich ist das die furchterregendste Art von Angriffen, denn das funktioniert auch, wenn man sich nicht mal in der Nähe aufhält von dem Opfer. Und was überraschend ist, das funktioniert in ganz, ganz vielen Netzwerken. Sogar bei den Netzwerken, die einige der Probleme, die wir früher erwähnt haben, schon gelöst haben. Also was müssen die Netzbetreiber jetzt machen, um das zu lösen? Natürlich ist die Antwort wie immer, es kommt drauf an. Also in diesem Falle kommt es auf den Angriffstyp an.
Manche Angriffstypen kann man eigentlich abblocken. Zum Beispiel dieses Anytime Interrogation. Wie gesagt, 70% der Netzwerke waren Anfang des Jahres verwundbar für diese Art von Angriff. Mittlerweile sind es in Deutschland null. Und dasselbe gilt auch für diesen ersten Angriff, dieses passive Abfangen. Anfang des Monats haben wir noch gesehen, dass alle vier deutschen Netzwerke angreifbar waren. Und jetzt sind es nur noch zwei. Das heißt, innerhalb von 2 Wochen haben 2 Netzwerke eine Firewall eingebaut, die diese Message abblockt, weil sie einfach sagen, es kann nicht sein, dass eine solche Message unsere Netzwerkgrenzen überschreitet. Das heißt, da wird es also abgefiltert. Für die anderen beiden Arten von Angriff ist das allerdings nicht möglich, denn diese Messages, die sind ja wirklich nützlich für einige Szenarien. Wenn man zum Beispiel diesen zweiten Angriffstyp abblockt, dann könnte man auf einmal in einem anderen Land nicht mehr telefonieren. Und wenn man das dritte abblockt, dann kann man auf einmal keine Weiterleitung auf seine Mailbox aus einem anderen Land mehr konfigurieren. Das heißt, diese Messages, die brauchen wir. Und you guys. Ach Leute, hört auf anzurufen. Switch this off. Ich schalte das mal aus. We can't accept that just anybody who asks over SS7 receives an answer. Wir können nicht akzeptieren, dass einfach nur jeder, der über SS7 anfragt, sofort eine Antwort bekommt. Wir sollten also eigentlich nur den, in Anführungszeichen, Freunden über SS7 antworten. Das sind eben die Roaming-Partner und das sind schon sehr viel weniger Firmen, insbesondere sehr viel weniger zwielichtige Firmen. Und außerdem würden wir dann auch wollen, dass die Netzwerke in irgendeiner Form eine Plausibilitätsprüfung durchführen. Zum Beispiel dieses Telefon in Berlin, wo ich gerade diese Supplementary Service drauf gemacht habe. Das Netzwerk weiß genau, dass dieses Telefon sich in Berlin befindet und jemand vom anderen Ende der Welt kann trotzdem dieses Telefon manipulieren. Und jede Form von Plausibilitätsprüfung würde ganz klar sehen, dass ein Telefon, was in einem Land sich befindet, nicht von einem Benutzer aus einem völlig anderen Land modifiziert werden kann. Und außerdem müssen die Netzwerke einfach die Rate, mit denen diese Nachrichten bearbeitet werden, einfach reduzieren. Ich meine, die Firmen, die dieses Tracking anbieten, das scheinen große Firmen zu sein, die tracken Tausende von Leuten permanent. Und man sollte einfach nicht jedem x-beliebigen Netzwerk auf der Welt permanent erlauben, Tausende von diesen Messages abzuschicken. Mir ist nicht bekannt, dass irgendein Netzbetreiber solche vernünftigen Regeln eingeführt hätte. Ich habe schon zu oft gehört, dass SS7 eine alte Technologie ist, die nicht unter Aspekten der Sicherheit designt wurde. Aber dasselbe gilt für das Internet. Auch das wurde nicht gebaut mit Sicherheit im Hinterkopf. Man kann zum Beispiel, man sollte nicht mehr einen Windows 95-Computer ans Internet hängen. Der wird in wenigen Sekunden infiziert. Aber wir haben daran gearbeitet. Wir haben Firewalls gebaut. Wir haben nicht mehr das Problem, dass irgendwelche Netzwerkfreigaben oder Drucker auf einmal im ganzen Internet sichtbar sind. Und dasselbe kann man eigentlich auch für SS7 machen. Genau wie mit dem Internet in den 90ern. Dankeschön. Having said that though, let me show you what happens if we. Gut, dann will ich euch noch zeigen, jetzt den lustigen Teil. So, We argued whether or not we wanted to show this as a live demo. Wir hatten uns darüber unterhalten, ob wir das zeigen wollen als Live-Demo oder nicht. Aber es gibt hier relativ viele Sachen, die schiefgehen können. Aber versuchen wir es mal. Wir fangen also mit einer Telefonnummer an und wir wollen ein paar SS7-Gadgets zusammenschalten. Und wir haben hier auch so einen kleinen Empfänger, der diese 3G-Signale auffangen kann. Und auch noch einige Signale mehr, die über SS7 nicht möglich sind. Aber wir fangen einfach mal mit einer Telefonnummer an und wir schicken einen sogenannten SRI. Und wenn das Netzwerk so konfiguriert ist, dass es darauf antwortet, dann erreichen wir dadurch, dass wir die IMSI und sehen können. Und zusammen mit dieser anderen Nummer können wir das als Parameter nehmen für einen anderen Aufruf. Und dieser zweite Aufruf verrät uns jetzt die Zellen-ID. Das heißt, mit jedem Aufruf bekommen wir ein bisschen mehr Informationen. Über die Zell-ID wissen wir schon ungefähr, wo sich jemand befindet, also physisch.
Und jetzt könnten wir uns an diese, an diesen Ort begeben und könnten jetzt diese PSIs, also nicht genau die PSIs, sondern eigentlich nur das, was über Funk gesendet wird, könnten wir jetzt aufzeichnen. Das heißt, wenn wir über SS7 ein PSI senden, dann empfängt das Telefon diese Information. Und mit diesem Empfänger und ein paar kleinen Skripts, dann können wir diese Informationen auslesen. Wir können sehen, wer in diesem kurzen Zeitfenster sozusagen angepinkt wurde und können das aufzeichnen. Wenn wir jetzt in UMTS was aufzeichnen, dann zeichnen wir immer was für mehrere Zellen auf, weil die sich die Frequenzen teilen. Und wir sehen aber diese eine Zelle, die wir über SS7 schon rausgefunden haben, die ist taucht da auch auf und das können wir jetzt rausfiltern und können jetzt sehen, wie viele IMSIs in dieser Zelle gepaged wurden. Und schön für uns, es war jetzt nur eine, das heißt, das ist jetzt die sogenannte TIMSI, diese Temporary IMSI. Das ist eine Information, die wir über SS7 nicht kriegen würden, aber was wir über SS7 machen können, ist, wir können über SS7 mit dieser TIMSI einen Verschlüsselungskey anfragen. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber wir haben jetzt einen Verschlüsselungskey und das nächste Mal, wenn dieses Telefon jetzt was empfängt, sofern sie nicht den Key ändern, aber dann können wir einfach dieselbe Anfrage nochmal machen. Das nächste Mal, wenn dieses Telefon was empfängt, zum Beispiel eine Textnachricht, dann können wir das aufzeichnen. Ich meine, es ist derselbe Empfänger, das, was wir hier im Bild sehen. Das Telefon hat jetzt diese Textnachricht empfangen und ein paar Schritte braucht es noch. Okay, das Telefon hat jetzt die Textnachricht empfangen und wir haben die Funkwellen aufgezeichnet. Wir schicken das Ganze durch ein kleines GNU-Radio-Skript. UMTS ist das alles ein bisschen kompliziert. Verschiedene Verbindungen sind hier alle gleichzeitig aktiv und die Kanäle werden gewechselt. Also, um jetzt diese Textnachricht zu dekodieren, müssen wir erstmal rausfinden, welcher Kanal benutzt wurde. Wir haben hier einen kleinen Befehl, mit dem wir die Liste der Kanäle sehen können. Und wir können jetzt unsere TIMSI von vorhin hier wiederfinden in einer dieser Kanalinformationen. Wireshark ist eine tolle Hilfe dafür übrigens. Also wir mussten hier eigentlich gar nichts machen, denn Wireshark kann von Haus aus schon mit diesen 3G-Paketen umgehen. Und wenn wir hier ein bisschen runterscrollen, sehen wir die Parameter, die uns verraten, auf welchem Kanal diese Transaktion stattgefunden hat. 15 und 48 ist die Kanalnummer. Das heißt, wir brauchen die Zelle, wir brauchen die Frequenz, wir brauchen diese beiden Zahlen und wir brauchen den Schlüssel. Das ist ein 64-Bit, darüber reden wir später noch. Und das ist alles, was wir brauchen. Damit können wir eine SMS entschlüsseln. Und da ist die SMS. Thank you. Dankeschön. This still works today. Das funktioniert übrigens heute immer noch. Allerdings nur gegen 2 der 4 deutschen Netzbetreiber. Manche von ihnen, 2 davon sind dazu übergegangen, ein paar dieser Messages zu blockieren. Die wichtigste davon, diese SI-Message, mit der man diesen Verschlüsselungskey bekommt. Aber selbst wenn man diese Location-Message hat, das kann schon eine Verletzung der Privatsphäre sein. Okay. Werfen wir mal einen Blick auf die 3G-Sicherheit. 3G in a big way. You remember the good old days where ihr erinnert euch noch an die gute alte Zeit, wo man einfach sämtliche Telefongespräche abfangen konnte mit diesem Gerät hier. Das hat uns damals so viel geholfen. Und dann gab es die Kraken-Software, mit der man die Gespräche entschlüsseln konnte. Mit einem 20 Jahre alten Telefon und solch einem Server kann man sämtlichen GSM-Gesprächen zuhören, solange sie diese alte Verschlüsselungsmethode benutzen. Manche Netzwerke sind da schon zu was Neuerem übergegangen, also ganz so gut funktioniert es nicht mehr. Aber wenn wir das jetzt mit 3G-Sicherheit vergleichen, wie ich gerade eben gezeigt habe, im Grunde sind die gleichen Angriffsszenarien möglich. Statt einem normalen Telefon benutzen wir einen programmierbaren Empfänger und ein bisschen Software und für ein paar hundert Euro kann sich das fast jeder leisten. Man kombiniert das mit diesen SS7-Anfragen und hat genau das gleiche Ergebnis. Das heißt, bis wir das SS7 nicht korrigieren, sind 3G-Netzwerke nicht sicherer als normale GSM-Netzwerke.
Und auch mit den ganzen Verschlüsselungskeys, die kann man über SS7 rausfinden. Manche Netzwerke, bei denen braucht man nicht mal diesen zweiten Teil des Angriffs und da haben wir noch größere Probleme eigentlich als die SS7-Angriffe. Aber einige von euch haben uns ein paar Messdaten bereitgestellt mit dem Release vom letzten Jahr und da haben wir etwa 20, 25 Länder festgestellt und 5 von denen benutzen überhaupt keine Verschlüsselung im 3G-Netzwerk. Oder 4 Länder, aber 5 verschiedene Netzbetreiber. Und das finde ich schockierend. Manche von denen haben sogar im GSM-Netzwerk Verschlüsselung an, aber haben es entweder vergessen anzuschalten oder haben es absichtlich ausgeschaltet in dem 3G-Netzwerk. Und wie gesagt, diese Netzwerke haben sehr viel größere Probleme als die SS7-Angriffsmöglichkeiten. Und man sollte wirklich mit dem Finger auf diesen Netzwerkbetreiber zeigen. Und wir haben eine Webseite, die betreiben wir schon seit ein paar Jahren, GSM Map. Und da haben wir ein großes Update heute gehabt mit diesen ganzen Messdaten aus den 3G-Netzwerken, die wir und ihr gesammelt habt über die letzten paar Jahre. Und einige von euch haben vielleicht GSM Map schon mal benutzt. Die Idee dahinter ist, dass wir die Netzwerkbetreiber in so einer Art Rangliste einteilen. Wie schwierig ist es, das zu manipulieren? Ist es schwierig, sich als jemand anderes auszugeben, auf fremde Rechnung zu telefonieren? Wie schwierig ist es, die Position von jemandem nachzuverfolgen? Und wie ihr seht, haben die Netzwerke in den letzten Jahren die Sicherheit schon etwas verbessert, also zumindest manche von ihnen. Und wie ihr auch sehen könnt, das sind die 2G-Netzwerke. Selbst die best abgesicherten 2G-Netzwerke in Deutschland, also zumindest in Deutschland, sind unserer Meinung nach immer noch weniger sicher als die unsichersten 3G-Netzwerke. Wir wollen, dass die Netzwerkbetreiber alle Sicherheitsfeatures implementieren und andere Länder haben gar nicht diesen Luxus, dass die 3G-Netzwerke zumindest halbwegs vernünftig abgesichert sind. Die erste Version unserer Metrik ist noch sehr grob. Wir wollen das ja über die Zeit auch verbessern, aber wenn wir das jetzt ein bisschen hochrechnen, dann würden wir 90% der zu verteilenden Punkte schon mal an die verteilen, die Verschlüsselung anschalten. Und die restlichen 10% der möglichen Punkte würde ein Netzwerkbetreiber kriegen, wenn sie diese temporäre IMSI in kurzen Intervallen ändern. Denn das würde einen potenziellen Angreifer wirklich verwirren und würde ihm das Leben schwerer machen. Und es würde auch andere Angriffsvektoren sehr viel schwerer machen. Und wir werden das noch verfeinern, wenn wir mehr Daten sammeln, aber das ist das, was wir jetzt haben. Also großes Update unserer Webseite. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann geht mal auf diese Webseite, geht auf euer Land und lest euch den Report durch. Es sind um die 6 Seiten, ein automatisch generierter Report, der genau erklärt, welche Arten von Messungen wir durchgeführt haben und wie das in den Graphen sich widerspiegelt und warum wir glauben, dass bestimmte Metriken bestimmte Risiken bergen. Und vielleicht entschließt ihr euch ja dann dazu, zu einem anderen Netzwerk zu wechseln. Wir haben nicht genug Daten. Es gibt da ein ganz besonderes Problem und da will ich auch ein bisschen vorwarnen, denn ich glaube wirklich, dass wir da so langsam auf ein Problem zugehen. Das ist die Länge des Verschlüsselungskeys. Ich habe in dem Video gezeigt, dass der Schlüssel, der zurückkam, nur 64 Bit lang war. Für dieses spezielle Netzwerk. Und die SIM-Karte, die dabei benutzt wurde, war in derselben Woche gekauft worden. Also wir haben das Video letzte Woche aufgenommen. Die neuesten SIM-Karten, die der Netzwerkbetreiber verteilt, benutzen nach wie vor nur 64-Bit-Keys. Und das passt einfach nicht zu dem, was wir aus den Dokumenten von Snowden beispielsweise gelernt haben, dass die NSA in 2011, 2012 ein Projekt finanziert hat, um diese 64-Bit-Verschlüsselung zu brechen. Wir hatten eigentlich gedacht, dass auf der letztjährigen Konferenz, dass es ungefähr $1 Million kosten würde, A53-Verschlüsselung zu brechen. Aber wie es aussieht, hat die NSA oder hier 4 Millionen Pfund ausgegeben. Ich weiß nicht genau, warum Pfund und nicht Dollar, aber vielleicht hat ja der englische Geheimdienst auch noch was mit zu tun. Das heißt, für 4 Millionen Pfund
konnte man vor ein paar Jahren bereits 64-Bit-Schlüssel brechen. Und 64-Bit-Schlüssel sind sehr viel weiter verbreitet in mobilen Netzwerken, wie ihr das vielleicht denken würdet. Wenn sie die GSM-Netzwerke auf A53 abgegradet haben, dann haben sie in der Tat nicht die Security aktualisiert, sondern was sie gemacht haben, sie haben einfach in UMTS einen Key mit der halben Länge verwendet. Und es gab dann mit der gesamten Schlüssellänge hätte es dann A54 gehießen. Es steht im Standard drin, aber es wurde an demselben Tag auch veröffentlicht, als A53 veröffentlicht wurde. Aber keiner ist bisher auf A54 übergegangen. Alle benutzen noch A53. Das heißt, der aktuelle Stand ist, dass GSM momentan von jedem angegriffen werden kann, der $1 Million ausgeben kann, von den Geheimdiensten sicherlich. Und in ein paar Jahren wird das noch billiger werden, sodass wirklich jeder in der Lage ist, in das Telefonnetzwerk einzubrechen, so wie wir heute in der Lage sind, A51 schon anzugreifen. Und wenn ihr noch ältere SIM-Karten habt, die Netzwerkbetreiber differenzieren da zwischen SIMs und USIMs, U wie in UMTS. Das heißt, wenn ihr eine normale alte SIM-Karte benutzt, dann sind auch die 3G-Verbindungen auch in 64-Bit-Verschlüsselung abgesichert. Das heißt, 64-Bit-Verschlüsselung für UMTS. Und das ist einfach nicht gut genug. Wie gesagt, das Netzwerk, was wir benutzt haben für diese Demo, wir waren da wirklich überrascht, dass wir da einen 64-Bit-Key gesehen haben. Und wir sind in unserer SIM-Karten-Datenbank mal durchgegangen und haben viele SIM-Karten gefunden, die dieses Problem haben. Wir wollten natürlich nicht unfair sein, nur weil wir eine alte SIM-Karte da gesehen haben, da wollten wir dem Netzwerk nicht gerade ein niedriges Rating geben. Deshalb brauchen wir Daten von euch. Helft uns, diese Daten zu sammeln. Aber das ist ein Grund, warum wir da auch am Ball bleiben werden und da auch weitermachen würden. Und der andere Hauptgrund, und das ist wirklich das, was mich nachts wach hält, ist, wie können wir aus diesem Schlamassel wieder rauskommen? Wir machen euch immer mehr klar, welche Probleme es gibt. Es gibt viele Netzwerke, die Probleme haben. Wir müssen sie immer weiter sammeln und zusammenfügen, der verschiedenen Sicherheitsprobleme. Wir können im Moment nur abwarten, bis die Netzwerke, die wir nutzen, reagieren. Ich bin ungeduldig, ich will etwas jetzt tun und ich möchte all diese Probleme jetzt ansprechen. Also auch die SIM-Karten-Attacken des letzten Jahres, die ruhigen oder die Silent-SMS-Attacken, die wir hatten, die SS7-Missbräuche, die wir heute aufgedeckt haben, die IMSI-Catcher, die wir schon kannten und natürlich auch unzureichend gesicherte Netzwerke, unzureichend konfigurierte Netzwerke. All diese Sachen haben eine Sache gemeinsam. Wir wissen, dass sie technisch passieren können. Wir wissen, dass die Netzwerke technisch unsicher sind. Aber wir wissen auch, dass es ganz, ganz tief in den Telefonen versteckt ist. Und dieses ganze Wissen steckt sehr tief drin. Obwohl wir Android programmieren können, kommen wir nicht an diesen Part, den wir euch heute hier vorgestellt haben. Also wenn wir an diese Infos rankommen wollen, müssen wir eine tiefe Ebene tiefer geben. Wir haben Debug-Möglichkeiten gefunden, um die Broadcom-Chipsätze zu debuggen. Ja, vor allem in LTE-Phones und auch in anderen Telefonen. Wir haben Möglichkeiten gefunden, um diese Daten zu produzieren, die wir hier anzeigen. Und das Ganze haben wir geschafft, auch durch Android-Apps anzuzeigen. Und wir werden diese App heute veröffentlichen. Thank you. Vielen Dank. Wir haben heute Snoopsnitch unter der GPL-Lizenz veröffentlicht. Ein Tool, das all diese Baseband-Informationen zusammenfunkt und dann Analysen durchführt und dich auch warnt über SIM-Karten-Attacks, auch über die SS7-Attacken, dich informiert. Wie werden diese Attacken erkannt? Durch diese Paging-Funktion, die wir eben gesehen haben. Also über SS7,
bekommt das Telefon auch die Informationen, die abgefangen werden. Das ist sehr hilfreich auch für denjenigen, der sich dagegen verteidigen möchte. Wir haben dadurch starke Beweise, die darauf hinweisen, dass das Telefon eventuell angegriffen wird. Das heißt, wir sammeln diese Informationen und produzieren Warnungen. Diese Informationen aus der App könnt ihr dann auch uploaden und mit uns teilen, wenn ihr möchtet. Es läuft auf einer größeren Anzahl von Android-Phones. Wir haben es noch nicht mit Android 5 getestet, aber das kommt noch. Wir müssen noch ein bisschen daran arbeiten. Wir haben also jetzt Schreib- und Lesezugriff auf ein gewisses Interface, das sonst nicht benutzbar ist. Also es gibt es im Google Play Store, downloadet es euch, wenn ihr Interesse daran habt. Wie funktioniert dieses Tool? Einfach nur ein Beispiel mal kurz. IMSI-Catcher-Detection, also die Erkennung von IMSI-Detektern. Wir haben vor ein paar Jahren einen Capture-Capture veröffentlicht und der hatte allerdings zwei Einschränkungen. Die erste Einschränkung war, dass es nur an den Osmocom-Telefonen läuft, die aber nicht richtig als Telefon funktionieren. Und man muss es auch an einen Computer anschließen. Man musste also den ganzen Tag deinen Computer mit rumschleppen. Wir versuchen also, das auf euer Telefon, das ihr im Alltag benutzt, zu portieren. Und die zweite Einschränkung war, wir wussten nicht wirklich, wie richtige IMSI-Catcher und wie richtige Netzwerke funktionieren. Jetzt haben wir ein viel besseres Wissen und viel bessere Kenntnisse der Netzwerke und wir können viel bessere Rulesets, Regeln dafür entwickeln, um dieses Capture-Capture-Tool funktionsfähig zu machen. Die Regeln betreffen zwei Instanzen. Die erste ist, wenn wir von der GSM-Datenbank sehen, wir, dass Verschlüsselung fehlt. Das ist also ein erster starker Hinweis. Das andere ist das Verhalten. Der IMSI-Catcher will also möglichst viel Informationen von dir abgreifen. Es gibt also verdächtiges Verhalten. Diese Informationen werden nicht von sich selbst gemacht, sondern wir suchen den IMSI-Catcher. Wir machen eine Stream-Analyse mit allem, was auf deinem Telefon passiert. Und dann, wenn wir etwas finden, das eine gewisse Schwelle übersteigt, dann kommt eine Warnung in der App. Auch das funktioniert auf einem Qualcomm-Chipsatz im Debug-Modus. Wir hoffen, dass wir es in der Zukunft noch weiterentwickeln können. Also wenn ihr mal Hinweise seht in der Apps, wir wären sehr dankbar dafür, wenn ihr die mit uns teilen könntet. Die kleinen Hinweise werden angezeigt und wir wären sehr dankbar, wenn Sie mit uns teilen würdet. Also wir glauben, dass es eventuell Hotspots geben wird, wo halt diese Übergriffe passieren und wir würden die dann auf der Karte auch mit anzeigen können. Wir vermuten vermutlich halt in politisch sensiblen Bereichen, zum Beispiel rund um Botschaften, dass dort solche Punkte sein könnten. You can also actively choose to submit data by running an active test. Ihr könnt auch aktiv Daten uns mitteilen. Also all die Daten, die ihr produziert, das ist immer bei euch auf dem Telefon gespeichert. Und die könnt ihr uns also auch mitteilen. Wir produzieren mit der App einen Score, den wir mit den gleichen Metrik mit den GSM-Daten machen. Wir müssen nur darauf hinweisen, dass der GSM-Score veraltet ist. Der wird einen Test laufen gelassen. Und dann werden die Daten, die wir dort gesammelt haben, zur GSM-Karte hochgeladen. Und wir zeigen halt auch an, ob es dort Verschlüsselung gibt oder nicht. Wir hoffen, dass die GSM-Map dadurch immer besser wird. Was hoffe ich, was ihr machen werdet? Ich hoffe, dass ihr euch davon schützt vor den vorgestellten Attacken. Wartet nicht darauf, dass euer Provider euch vor den angesprochenen Problemen schützt.
Wir müssen aber auch sagen, einige der Netzwerkprovider haben die Sachen gefixt, aber immer noch nicht alle. Und selbst diese haben nicht die Mehrzahl der Probleme, die heute gezeigt wurden, angesprochen, geschweige denn gelöst. Also fangt an, euch selbst zu verteidigen. Check out GSM-Net. Guckt, ob ihr in einem halbwegs sicheren Netz seid, wie wir euch das vorgestellt haben, ob die Verschlüsselung aktiviert ist oder nicht. Benutzt nicht die unsicheren. Wenn ihr euch selber schützen wollt, ladet Snoopsnitch runter und guckt euch vor allem an, was dort passiert. Ob es da IMSI-Catcher gibt, ob es leere Nachrichten gibt, ob es Verbindungsprobleme gibt, die auf weitere Probleme hindeuten. Das Tool, das wir benutzen, ist Open Source und wir hoffen, dass wir die Daten auch offen zugänglich machen. Wir werden die Daten offen zugänglich machen. Macht, was ihr wollt. Wir stellen euch die RAW-Daten zur Verfügung. Da wird es bestimmt spannende Projekte von euch geben. Ich freue mich auf eure Projekte, die ihr damit verwirklichen werdet. Vielen, vielen Dank. Thank you, Carsten. Then we will begin with the Q&A. Please, for everybody that will be ask questions. Jeder, der Fragen stellt, wir haben Mikrofone aufgestellt. Exit the room. Please do it with no noise and quickly. Wer jetzt den Raum verlässt, macht sie bitte schnell und vor allem ruhig. Es gibt auch einen Workshop, der parallel hierzu stattfindet, der genau erklärt, was das Tool machen kann, und wir haben auch einen IMSI-Catcher vor Ort. Also wir versuchen das, um das alles mal praktisch vorzuführen. Das Ganze passiert in Room C. Zusätzliche Informationen. Carstens angesprochener Talk findet um 19.45 Uhr statt in Raum C. Jetzt bitte eure Fragen. Sure. Okay, the microphone number two. Microphone number two. Before you can start number two, please do it with no noise, that we hear the question from the audience. Okay, number two, please. Thank you. Can you quickly say a few words about why it wouldn't work on custom phones? Kannst du einige Worte sagen, weil es nicht bei Kunden funktioniert? Wir könnten das einfach auf CyanogenMod installieren und es scheint zu funktionieren. Oh, okay. Wie ich Custom ROMs verstehe, sie entfernen zuerst etwas und dann packen sie eigenen Kram drauf. Was man braucht, sind diese proprietären Qualcomm-Bibliotheken. In unserem Mod werden sie entfernt. Also wenn einige das aufhören könnten, damit zu machen, dann wäre es sehr schön. Wir brauchen zusätzlich noch die gelöschten Daten. Okay, microphone number, will you ask? Okay. Are there some questions from the IRC? Gibt es Fragen aus dem IRC? I think we have a bunch of questions. Actually, there is five questions, so I will just ask one or two for starting. That's perfectly. The first one is, also, erste Frage aus dem IRC. Alle diese gezeigten Angriffe hier. Be mitigated by higher protocols levels like können die auf Ebene des ein Ausgabeprotokolls oder vielleicht mit Text Secure umgangen werden? Oder was wären da die Risiken? Gute Frage. Wie kann man sich selber schützen, indem man weniger das Netzwerk des Providers benutzt? Was macht man, wenn man zum Beispiel einfach nur gesicherte Apps benutzt? Natürlich, die Telefonate und die Nachrichten werden nicht Klartext übertragen, da man sie ja nochmal extern überträgt. Das löst allerdings nicht das Problem nicht des Location-Trackings, es löst nicht das Problem des Spammings, löst nicht das Problem des Betrugs. Also da gibt es weitere Probleme. Man gibt immer noch viel zu viele Daten, wie zum Beispiel seine eigene, seinen eigenen Ort, seine eigene Location bekannt.
Eine weitere Frage aus dem Chat. The second one is, wouldn't it be easier to design from scratch a new mobile network? Von Grund auf ein neues Mobilnetzwerk designen würden und diese ganzen Probleme, die wir jetzt haben, dann nicht hätte. Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen sollte, wenn man das alles komplett neu baut. Das, was ich mir am ehesten vorstellen könnte, ist LTE. Das bedeutet Long-Term Evolution, also Langzeitentwicklung. Man hat also einige Jahre Zeit. Wir haben über diese Probleme allerdings gesprochen und einige dieser Probleme sind auch in LTE vorhanden. Wir haben also schon die Chance verpasst, quasi ein ganz neues System aufzubauen. Wir müssen es durch Überwachen und also Monitoring und Firewall-Einsatz schützen. Kurze Frage, könntest du eine Liste der Libraries bereitstellen, damit man weiß, welche bei CyanogenMod noch hinzugefügt werden müssen? Ich denke, das ist relativ einfach. Okay, natürlich, das können wir machen, kein Problem. The microphone number two, please. Got two questions. Ich habe zwei Fragen. Also wenn ich richtig verstanden habe, dann muss man im Netzwerk des Betreibers sein, um diese Angriffe durchzuführen. Ich hoffe, dass das möglich wäre, aber im Moment sieht es so aus, dass jeder, der sich weltweit bewegt, diese Fragen beantworten kann. Ich zitiere hier einfach nochmal, ich will mich lieber nicht zu äußern. I'm not mistaken, it's the session key, right? It's and it should involve that nonce value, right? Aha. Also yeah. Session key beinhaltet auch eine nonce. Wenn es schon diese nonce hat, für den Angreifer muss man also auch diese ersten Stufen auch die Nonce-Value abfangen. Nein, das ist nicht richtig. Der Nonce, weil da weiß die SIM-Karte dann, welchen Schlüssel sie erzeugen soll. Wir sind nicht das Telefon, wir haben nicht die Telefonkarte. Wenn wir die SIM-Karte sind, you're saying is that the query you're sending there, it actually sends you not diese Anfrage, die man schickt, gibt einem nicht nur den Encryption Key zurück, sondern auch die Nonce. Es schickt uns nicht das Nonce und wir brauchen auch das Nonce. Thank you. Ja, das besprechen wir nochmal offline. First of all, thank you for a very good. Zuerst einmal danke für den Vortrag. Thank you. The question I have might be a little naive, but meine Frage ist etwas einfach, aber habt ihr euch auch schon überlegt, dieses ganze Problem mitzuteilen? Also rechtlich gesehen, was kann man für Maßnahmen ergreifen? Ich meine, also kann es sein, dass gewisse rechtliche Grundlagen nicht eingehalten worden durch das, dass diese Lücken existieren. Wir haben uns damit noch nicht beschäftigt. Es gibt natürlich die Möglichkeit, vor allem sobald wir einen Überblick haben, wo all diese Attacken passieren. Es gibt im Moment überhaupt gar keine Transparenz über die Attacken. Niemand kennt diese Attacken, niemand sucht danach. Weil sobald damit angefangen wird, damit anfängt, damit danach zu gucken, wird es sehr, sehr einfach sein, sie zu erkennen. Und zwei der deutschen Network-Provider haben innerhalb von 2 Wochen reagiert, obwohl die Attacken schon über 20 Jahre möglich sind. Also ich bin nicht sehr zuversichtlich, dass man wissen wird, wo diese Attacken herkommen. Ich glaube nicht, dass jemand weiß, wo diese Attacken herkommen. Und ich denke auch nicht, dass es besonders sinnvoll sein wird, den Rechtsweg zu gehen. Denn es ist viel besser, wenn man einfach die Möglichkeiten des Missbrauchs ausschließt und die Sicherheitslücken schließt.
Also wenn ihr euch alle zusammentut und über die App Snoopstitch oder sonst wie die Daten produziert oder halt die Daten, die wir dann nachher freigeben, nutzt, dann werden wir es schaffen, gemeinsam gegen diese Probleme vorzugehen. Okay, Microphone number 4, please. You can buy your way into the SS7. Du hast gesagt, man kann sich bei SS7 einkaufen. Aber wie einfach ist das wirklich, da Zugriff zu erhalten? Was denkst du, wie viele haben da Zugriff? Ich weiß nicht, wie einfach das ist. Ich glaube, es gibt 800 Firmen, die rechtlich gesehen darauf zugreifen dürfen, aber es gibt natürlich auch noch Subunternehmen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Leute, die da bestochen wurden. Es gibt Leute, die sich da reingehackt haben. Aber es sind definitiv viel zu viele, als dass man ihnen vertrauen könnte. Also was brauche ich, damit ich Zugriff habe als Nicht-Netzbetreiber? Ich meine, ich will nicht Netzbetreiber werden. Ich will einfach darauf Zugriff haben, damit ich eine Dienstleistung bereitstelle. Ich wünsche, ich könnte Nein dazu sagen, aber natürlich können andere Leute genauso wie ich Zugriff darauf kriegen. Allerdings werde ich euch nicht sagen, wie. Noch eine Frage aus dem Chat. Nine questions, so no problem for me. Okay, da gibt's 9 Fragen. First one, what about Windows Phones? Wie sieht's aus mit Windows Phones oder jailbroken iPhones? Kann ich die App da auch laufen lassen? Unsere App läuft nur auf Android, nicht auf anderen Plattformen. Aber der Chipset ist natürlich der gleiche. Und wenn man also es schafft, mit dem Chipset zu sprechen, dann ist es einfach, eine ähnliche App zu entwickeln. Wir wollen einfach versuchen, die größte Anzahl an Telefonen zu erreichen. Das ist im Moment Android. Ein weiterer Gedanke zur Selbstverteidigung. Selbstverteidigung muss nicht proportional sein. Also die Identität ist einfach nicht geschützt in der digitalen Sphäre. Und wir wollen mehr proaktiv sein. Wir wollen mehr proaktive Verteidigungstools. Wir hacken die Netzwerke also dann so lange, bis sie keine Möglichkeit mehr haben, außer darauf zu reagieren. Ich kann nicht sagen, dass mir die Idee nicht gefällt, aber ich werde nicht nächstes Jahr wieder hier sein, um zu erklären, wie ich es gemacht habe. Okay, when did you check the other two German networks? Wann hast du die anderen zwei deutschen Netzwerke überprüft, die das Problem noch nicht gefixt haben? I'm Holger, we talked last week. Ich bin Holger, wir haben letzte Woche gesprochen. Vielleicht habt ihr es auch gefixt. Ich weiß es nicht. Also wir haben es 24 Stunden nach unserem Anruf gefixt. Okay, wow. Better late than never. Besser spät als nie. Yeah, okay, so it's 3 out of 4 now that fixed. Also jetzt sind 3 von 4 Netzwerkprovidern haben also jetzt eines der 100 Probleme gefixt. SS7 ist fixed. Ja, ja, also ich weiß, deshalb gehen wir ja nicht zur Presse und sagen, SS7 ist gefixt. Telefonica, which is O2 and A+. Oh, yeah. Außerdem sind es mittlerweile alle, weil ich arbeite für Telefonica. Das ist... Sorry, dass ich deine Weihnachten kaputt gemacht habe. Ich würde gerne wissen, wieso diese Empty Pagings passieren im Rahmen von Location Tracking. Die Base Station ist das. Das ist eine sehr gute Frage. Lass mich nochmal kurz hier zurückgehen und dir nochmal einen der früheren Folien zeigen, die genau dieses Problem nochmal erläutert. Die leeren Pagings funktionieren nicht, wenn man diese komische Interrogation Message macht. Die sind nur da, um zu spionieren. Aber wenn man die dann blockiert, braucht man auch noch ein paar andere Nachrichten, um die um den Ort herauszufinden. Das ist nicht dafür gedacht, um Location Tracking zu betreiben, sondern um andere Dienste zu offerieren. Unter anderem diese PSI-Geschichte.
Das macht also nur ein Paging. Und das macht außerdem auch keinen Sinn. Es macht nur, wenn man etwas hinterher schickt, also eine SMS schickt, einen Ruf schickt. Die Nachricht wird also geschickt in der Erwartung, dass eine weitere Aktion folgt, eine SMS oder ein Anruf. Also, und da, also wenn er halt nichts darauf folgt, daher kommt dann also dann dieses leere Paging-Problem. Also in all diesen Fällen, wo eh etwas dazukommt, ist es nicht irgendwie eine doppelte Überprüfung? Sollte es nicht die Location-Information schon da sein? So it's basically saying, somebody just interrogated your location because they want to send you something. Let's check that you're really still there, because otherwise we'll tell them something wrong. But Tobias, bitte nochmal checken, dass das Prinzip ist, dass ihr nochmal checkt, ob ihr wirklich da sind, weil ansonsten funktioniert es nicht, weil ihr nicht mehr da seid. Es ist keine Erwartung, dass nach etwas kommt, sondern um die aktuelle Zelle zu erhalten. Wenn man sich bewegt in Ort, dann ist das Gebiet, das abgedeckt wird vom Switching Center, kann es sein, dass das Telefon nicht unbedingt die Basisstation kontaktiert. Also es kann sein, dass die letzte Position des Netzwerks an einem Ort ist, an dem man eine SMS erhalten hat oder einen Anruf. Und dann hat man sich bewegt und das Telefon hatte inzwischen keinen Netzwerkkontakt. Das heißt, das Netzwerk würde dann nur den letzten Ort kennen. Also deshalb gibt es dieses Empty Paging. Damit das Netzwerk wirklich weiß, wo das Telefon sich gerade im Moment befindet. Das ist auch weil der Grund, weshalb die Polizei solche stillen SMS verwendet, um eben den letzten Ort im Netzwerk festzustellen. Und diese Subscriber Information, darüber erhält man einfach den letzten bekannten Standort. Und wenn man bei dieser Anfrage die Current Location Flag setzt, dann passiert das Empty Paging und dann erhält man den aktuellen Standort. Das ist ein gutes Beispiel, wie das funktioniert, wie SS7 also gefixt werden kann. Da gibt es eine Option, wir nehmen dieses normale Feature, das absolut benötigt wird, und wir nehmen einfach nur diese Extension, um das zu fixen. Und es gibt also einige Netzwerke, die sich einfach dafür entschieden haben, diese Anfragen nicht mehr zu beantworten, die einfach mit 000 antworten und ganz einfach also dieses Problem gelöst haben. Und das ist überhaupt kein Problem, also die Netzwerke haben das geändert, ohne dass es zu Problemen kam. Man kann es also ganz einfach lösen. Also eine weitere Frage, wenn es eigentlich ist, um Telefone zu orten, also in welcher Zelle man wirklich ist, das impliziert, dass es nicht nur eine Base Station ist, die den Paging Call schickt, sondern natürlich eine große Anzahl. Weißt du etwas darüber, über wie viele da ringsum diesen Paging Request schicken? Also, jeder kann das so implementieren, wie er es möchte. Ich weiß nicht wie, aber 3G funktioniert es. 2G gibt es immer eine Zelle, die dich zuletzt gesehen hat, und das sendet sendet es also ein Signal, das sich in einem größeren Rahmen sucht und einen noch größeren suche. Und das kann halt also erweitert werden, bis es sich in einem ganzen Land sucht. Okay. Questions from the IRC. Noch weitere Fragen aus dem Chat? Did Snoop Snitch allow you to reveal any kind of Snoop Snitch auch Angriffe zu machen in Ländern? Kein bestimmtes Land. Erlaubt es dir in gewissen Ländern Angriffe aufzuzeigen? Ja. Das ist der einzige Nutzen und der einzige Zweck dieser App, und es funktioniert auch in Ländern. Also wart ihr erfolgreich im Angriffe zu detektieren? Also in Saal C können wir euch dann zeigen, wie es funktioniert und wie Leute angegriffen werden und wie wir es auch im Moment anzeigen, weil wir es im Moment auch direkt berichten können und live übertragen. Also um zurück zu SS7 Grundlagen zu gehen, kannst du kurz erklären, wie SS7 implementiert wurde? Ist das wie ein VPN auf dem öffentlichen Internet? Was ist die technische Realität? That's a very good question, and
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe nur die Hälfte der Information. Ich lerne die ganze Zeit noch weiter dazu. Es wurde implementiert eigentlich als Netzwerk zwischen Telekoms in Europa und da gab es also SIGTRON, das waren spezielle dafür dedizierte Kabel, die nur SS7 übertragen sollte. Jede der Telekoms musste zu einer anderen Telekom ein spezielles Kabel ziehen. Und jetzt gibt es allerdings auch Routing. Das heißt, man muss nicht hier jedem ein Kabel ziehen, sondern durch die Routing-Provider kann man also sich verbinden. Sie müssen also jetzt nicht auf einem neuen Telekom bis braucht man also nur noch diese Routing-Provider und sie müssen nicht mehr direkt eine Kabel zu deinem Haus ziehen, sondern du wirst nur noch per VPN verbunden. Und das ist wirklich sehr, sehr schwierig, deine Adresse zu routen. Man braucht nur einen Routing-Provider und der Routing-Provider weiß, dass der von deiner Adresse weiß. Es gibt nur 7 oder 9 Routing-Provider, aber die wissen, wo du wirklich bist. Man müsste also 9 Roaming Agreements für SS7 unterschreiben und tatsächlich also das ist ein ganz händischer Prozess, ist sehr, sehr schwierig, das umzusetzen. Low-level Transport ist nicht wirklich eine Angriffsfläche. Der niedrigelevige Service kann also ein Attack-Service sein, aber es ist sehr selten. Es ist viel häufiger, wie wir es so vermutlich ein bisschen ja vorstellen würden, wie die Interconnect-Netzwerke funktionieren. Es gibt ein Datennetzwerk, GIX, das die Daten zwischen den einzelnen Netzwerken routet. Manchmal wird es tatsächlich unverschlüsselt über das Internet gemacht würde. Und es gibt auch einen SSS7-Ersatz, Diameter, das tatsächlich nur IP ist. Da muss man also, das muss man also durch einen VPN-Tunnel schicken, bevor man es über das offene Internet schickt. Es ist doof. Aber Leute machen es trotzdem. Microphone number 6, please. Okay. My question is, if you could comment why meine Frage these, ist, kannst du was sagen zu, wieso diese Sorte von Anfang überhaupt im Protokoll sind, wenn es so einfach zu blockieren und zu reparieren ist? Und außerdem die ganzen weiteren Anfragen, die so einfach zu reparieren sind. Ich habe keine Antwort auf deine erste Frage. Warum macht man eine Tracking-Nachricht? Und warum nennt man es dann auch noch Interrogation? Das ist Spionagesoftware. Und es gibt keinen praktischen Nutzen. Wer hat SS7 geschrieben? Westeuropäische Staaten, die vor den Russen, vor den Sowjets verängstigt waren. So, your second question was what again? Zweite Frage nochmal bitte. Anderen Verwundbarkeiten, sind die auch so einfach zu reparieren? For instance, this send identification message, right? You just block that. There's no purpose. Also diese send identification message, die kann man einfach blocken, das ohne Problem. Aber die anderen, die braucht man international, zumindest um Roaming zu ermöglichen. Das Beste, was man machen kann. Also diese Anfragen blocken von allen, die nicht dein Roaming-Partner sind, wäre die erste Möglichkeit vor allem und dann auch Plausibilitätsprüfung durchführen, um zu gucken, ob derjenige, der die Anfrage stellt, tatsächlich aus deinem eigenen Netzwerk kommt, um sicherzugehen, dass es nicht von irgendwo ganz woanders aus einem anderen Land kommt. Ja. Wenn es 800 verschiedene Teilnehmer gibt, dann ist es möglich, mit einer Plausibilitätsanfrage